Ja, lieber Jochen, heute haben wir wieder Gelegenheit, ein Thema zu vertiefen, das in besonderer Weise mit dem Themenfeld Zahl und Zeit zusammenhängt. Wir haben mal unter der Überschrift 42 Zahl und Zeit heute ein Gespräch vorbereitet. Und meine erste Frage an dich: Du gehst ja in deinen Büchern anders an die Zahlen heran, als das sonst vielleicht üblich ist. Was meinst du, wenn du von der lebendigen Zahl sprichst? Na, gemeinhin wird auch die Zahl als eine Abstraktion verstanden. Also etwas von den Dingen Abgezogenes, letztlich eine pure Quantität. Mal abgesehen jetzt von dem sogenannten Zahlenaberglauben oder bestimmten Systemen der Numerologie. Und eine lebendige Zahl ist eine Zahl, die in sich eine eigene Strahlung hat, eine Qualität, die tatsächlich auch Wirkungen auslöst. Also eine Wirkungseinheit im Sinne auch von Helmut Friedrich Krause, auf den ich da hinweisen möchte, eine kosmische Wirkungseinheit, die in sich auch tatsächlich in das lebendige Geschehen hineinwirkt. Und lebendige Zahl ist keine Abstraktion, sondern eine eigenständige Wirklichkeit. Und ist der fundamentale Unterschied. Trifft das aus deiner Sicht auf alle Zahlen zu oder sind das bestimmte Zahlen, die da herauszugreifen sind? Zunächst mal ist ja auch, wenn ich das kurz sagen darf, von den Mathematikern selber, mit denen ich mehrfach auch gesprochen habe, eine offene, immer wieder diskutiert worden. Gibt es die Zahlen wirklich oder sind die Zahlen echt nur Erfindungen? Werden die Zahlen gefunden oder sind sie erfunden? Und meistens spricht man von den relativ niedrigen, den sogenannten natürlichen ganzen Zahlen. Ein berühmter Mathematiker hat mal gesagt, das eigentlich von Gott Geschaffene sind nur die natürlichen ganzen Zahlen. Der modernen Mathematik sind die Zahlen ja nicht nur Abstraktionen, sondern sind auch reine Funktionen. Es gibt sie in gewisser Weise so gar nicht. Nein, es gibt dann die niedrigen ganzen Zahlen, ja auch schon bei Pythagoras, 1 und 2 bis hin zur 10, dann 13. Und es gibt ganz bestimmte Zahlen. Und wir haben uns ganz bewusst ja erstmal auf die 42 fokussiert, weil sie ja eine Art Kultzahl geworden ist. Durch den berühmten Science-Fiction-Roman von Douglas Adams. Aber natürlich hängt damit eng zusammen auch die 7, die 28 und die 13. Vielleicht können wir auf diese Zahlen eingehen und dann von dort aus das ganze Themenfeld eröffnen. Und das ja riesig ist und uns tief beeindruckt und beeinflusst auch. Ja, du hast die 42 nochmal erwähnt, ja, die es ja zu einer seltsamen Art von Berühmtheit regelrecht gebracht hat. Was hat es mit dieser Größe für dich konkret auf sich? Worauf kann man da zurückgreifen? Gibt es Dinge, die man heranziehen kann, um sich mit Sinnstruktur, Tiefe, Bedeutung dieser Zahl Nun zu hat, ja, befassen? nun hat dieser Douglas Adams, ja, er sagte selber, diese Zahl hätte er sich einfach ausgedacht, das ist ein reiner Zufall. Und es ist ja eigenartig, dass dieser Zufall, diese zufällig gewählte Zahl, ja, wie gesagt, Kultstatus hat. Und warum hat sie Kultstatus? Weil sie wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit auf eine tiefere kosmische Struktur zurückgeht. Also Douglas Adams hat etwas aufgegriffen. Aufgefangen, könnte man sagen. Ja, er hat etwas aufgegriffen, aufgefangen, ist ihm Ja. zugeströmt, das für ihn ein Hoax war, so einfach ein Scherz. Aber sonst hätte diese Zahl kaum diese ungeheure Auswirkung haben können, wie sie es faktisch hat. Nach Helmut Friedrich Krause haben ja alle Gestirne eine bestimmte Zahlenstruktur auch.
lebendige Zahlen, die auch die gesamte Geschichte dieser Gestirne, den ganzen Werdeprozess bestimmen. Ja, lebendige Organismen, darüber rede ich ja auch ganz viel und da haben wir auch schon manches gehört. Da wird auch noch mehr zu sagen sein. Es ist ja auffällig, weil du die 42 erwähnst, dass zum Beispiel die Zeitschrift Oh ja hat in ihrer letzten Ausgabe einfach nur die Zahl 42 auf ihrem Cover. Mhm. Und das kann sie ja nur deswegen haben, weil sie, die Redakteure davon ausgehen, dass der das sieht, sofort weiß, was gemeint ist. Ist ja wie in eine galaktische Struktur eingebettet. Die 42 wirkt da wie eine galaktische Größe. Und wenn man sich auf die Spur begibt und fragt, das tun wir ja auch jetzt, gibt es denn die 42 irgendwie signifikant in irgendwelchen Zusammenhängen? Ja, das gibt es. Mhm. Ich nehme mal nur eingleitend zwei Beispiele. Die beiden berühmtesten Totenbücher, die es gibt, sind das Bardo-Tödol, das tibetische Buch der Toten, angeblich von Padmasambhava aufgeschrieben, später gefunden, dann war es in einer Höhle versteckt, also ein Thermafund. Und hier in diesem, und das zweite ist das ägyptische Totenbuch. In beiden Totenbüchern spielt die 42 eine zentrale Rolle. Im Bardo-Tödol begegnet der Verstorbene in einer bestimmten entscheidenden Phase nach seinem physischen Tod, im Bardo, begegnet er den 42 friedvollen Gottheiten. Das sind Emanationen des sogenannten Dharmakaya, sozusagen feinstoffliche Emanationen, sehr schwer zu greifen, jetzt so, wie man das terminologisch fassen möchte. Und da kommt er nicht vorbei. Er muss durch diese 42 friedvollen Gottheiten hindurch, sozusagen diese Emanation des Dharmakaya. Und im ägyptischen Totenbuch ist es noch eigenartiger. Da muss der Verstorbene die 42 Totenrichter, die zu Gericht sitzen, alle kennen. Und zwar mit Namen. Er darf keinen Namen auslassen. Also die 42 muss erfüllt sein, damit er das Gericht besteht. Und das ist schon ganz eigenartig. Ich habe mal darüber geforscht und ohne, dass ich ein Ergebnis hatte, gibt es einen Zusammenhang zwischen der alten tibetischen Kultur und der ägyptischen Kultur. Und ich habe da keinen direkten Zusammenhang gefunden, auch einen sogenannten Experten mal da gefragt. Ein Kulturhistoriker, der sich da sehr gut auskennt, der sagte auch, er wüsste es nicht. Wahrscheinlich gibt es da doch auch einen Zusammenhang. Also zweimal hat es was mit dem Tod zu tun. Man könnte ja thesenhaft und versuchsweise sagen, die 42 hat deswegen diese ungeheure Bedeutung, weil sie auch mit dem Tod zu tun hat. Und das hat ja auch mit Douglas Adams zu tun. Ja. Douglas Adams ist ja auch die Antwort des Computers, aber auf eine ungenau gestellte Frage. Und dann, was ist denn die Frage? Und dann ist die Erde sozusagen, wird dann gebaut sozusagen, um die Frage herzustellen. Kurz vorher wird sie zerstört. Vor der Beantwortung. Vor der Beantwortung. Mhm. Aber es geht auch bei der 42 um die Frage und um ihre Beantwortung, um das Rätsel der richtigen Frage. Auf was ist die 42 die Antwort? Richtig. Mhm. Und dann also, dies ist also ein ganz entscheidender Punkt für die 42. Ich will doch vielleicht noch ein weiteres Beispiel nennen. Wenn man die abendländische christliche Zeitrechnung heranzieht, ist es auffällig, dass im Jahr 1942 vier erstaunliche Ereignisse sich zugetragen haben, was kaum so beachtet wird, die Geschichte auch im negativen Sinne der technisch abstrakten Naturwissenschaft und der Technik entscheidend beeinflusst haben. Das ist einmal 1942 begann das sogenannte Manhattan-Projekt. Mhm. 1942, was zum Bau der Atombombe führte. Ja. Und im Juli 1942 übernimmt der berühmte Physiker Robert Oppenheimer die Leitung dieser Gruppe, die jetzt darüber diskutiert und daran arbeitet, diese Atombombe herzustellen. Ob es wirklich gelingen würde, wusste man ja nicht. So, das ist das eine. Im Dezember, berühmter 2. Dezember 1942,
wird die erste Kettenreaktion unter der Leitung von Enrico Fermi ins Leben gerufen. Der erste Kernreaktor entsteht, die erste selbstständige Kettenreaktion wird möglich gemacht. Der erste atomare Großversuch. Erwin Chargaff, Wissenschaftskritiker und Biochemiker, nennt das den Beginn schon dieser Katastrophe. 2. Dezember 1942. Auch 1942 gelingt es Werner von Braun, die erste V2-Rakete zu zünden, die ja dann später auch in der Technik eine entscheidende Rolle spielt, auch bei den Atomraketen. Die gehen ja alle auf diese Urform von Werner von Braun in Peenemünde zurück und führen der Nazi auch OSS-Offizier, den die Amerikaner sich dann sozusagen nach Amerika übernommen haben. Und erst in den 70er Jahren kam heraus, dass er ein OSS-Offizier war. Das wusste man gar nicht. Die Öffentlichkeit hat davon kaum was erfahren. Und das also entscheidend für die ganze Zukunft. Also die Atombombe, dann einfach die Kernreaktion, auch die Kernreaktoren, dann die Raketen. Und dann der vierte Punkt, den viele nicht kennen, ist die berühmte Konferenz im Harnack-Haus in Berlin-Dahlem am 6. Juni 1942. Da wurde Heisenberg als führender Physiker befragt von Albert Speer, damals Rüstungsminister, ist es möglich, dass die Deutschen eine sogenannte Atombombe bauen? Davon hat er auch gehört, das muss möglich sein. Und dann ist umstritten ganz genau, was hat Heisenberg nun genau gesagt damals. Er hat auch in verschiedenen Interviews später verschiedene Antworten gegeben, auf jeden Fall auch der Gestalt, wir konnten das gar nicht. Das wäre nicht möglich gewesen. Es hätte auch viel zu lange gedauert. Auf jeden Fall ist dann Speer so einflussreich gewesen, auch bei Hitler und anderen, das haben sie dann nicht versucht. Die berühmte Frage, natürlich in der Szene heiß diskutiert, haben die Deutschen nicht doch die Möglichkeit gehabt, eine Atombombe zu bauen? Haben sie nicht vielleicht gebaut und so weiter? Das kennt man ja, da gibt es ja große Literatur darüber. Auf jeden Fall ist da das Projekt abgeblasen worden. Und es ist ja interessant, dass, wenn ich das doch kurz erwähnen darf, dass an dem berühmten 6. August 1945, als die erste Atombombe gezündet wurde über Hiroshima, die eigentliche erste Atombombe war ja am 16. Juli 1945 in Los Alamos, als diese erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen wurde, saßen die führenden deutschen Physiker Heisenberg, Max von Laue, auch der Chemiker Otto Hahn und andere, saßen und haben das im Radio gehört. Und die erste Reaktion von Heisenberg war, das ist unmöglich. Und allmählich mussten sie erst begreifen, was haben die gemacht, wie haben sie es geschafft. Es war ein Schock für alle Beteiligten. Das ist mitgeschnitten worden. Man hat das alles abgehört. Das war sozusagen verwandt. Alle Gespräche sind mitgeschnitten worden. Und irgendwie eigenartig auch tief bedeutsam. Heisenberg hat Klavier gespielt. Er war ein guter Klavierspieler. Dann kam diese Nachricht aus dem Radio. Alle erst mal geschockt. Ja, was ist überhaupt passiert? Und Otto Hahn war selbstmordgefährdet. Er hat gedacht, dann bringe ich mich um. Mhm. Dann ist noch Max und Laue zu ihm hoch ins Zimmer. Also kurzum, eine Schockreaktion. Diese vier Ereignisse sind 1942. Kann man sagen, das ist Zufall. Das ist, was heißt das? Aber man kann es erstmal so stehen lassen. Als Phänomen. Es ist zumindest eigenartig, wenn man die Auswirkungen klar machen. Es gibt noch viele andere Beispiele, auf die wir noch kommen werden. Ja, das bringt mich eigentlich auf eine Gedankenfigur, die man bei dir öfter findet, dass du das Zählen, ja, die Zahl, mit dem Erzählen, also mit der Geschichte, immer wieder in Verbindung bringst. Dass das eine mit dem anderen in irgendeiner Weise verbunden ist, während wir sonst in dieser Art von mathematischem Denken eigentlich mit der Zahl nur tote Ziffer verbinden, im Sinne von völlig entleert von Inhalten. Nicht verbunden mit Geschehen im weitesten Sinne. Ja. Und hier ist doch eine ganz andere Herangehensweise an eine Art von Tiefenstruktur, die mit der Zahl verbunden ist. Kannst du doch mal darauf eingehen, auf das Thema, wie Zählen und Erzählen aus dieser Sicht für dich zusammenhängen? Ein bisschen hast du es ja schon gemacht. Es ist ja eigenartig, dass im Deutschen
Übrigens nicht nur im Deutschen, auch in anderen Sprachen. Zählen und erzählen zusammenhängen. Im Englischen also count and recount. Zum Beispiel, raconter im Französischen, ne? Raconter. Conter, raconter. Also das Zählen, das Erzählen, R-Zählen, hat immer auch mit dem Zählen zu tun. Es gibt also ganz tief im Menschen verankert die Vorstellung doch auch, dass die Abfolge der Dinge, die erzählt werden kann, auch im Literarischen, in irgendeiner Form auch mit Zahlen zu tun haben. Oder auch die alltagssprachlichen Formulierungen, zum Beispiel, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wieso? Als ob es eine geheime Verrechnung der Ereignisse gäbe, die im Moment nicht präsent ist, damit habe ich nicht gerechnet. Oder ich rechne mit dir. Oder ich zähle auf dich. Oder auch einfach, seine Tage sind gezählt. Jedermanns Tage, würde ich sagen, sind gezählt und erzählt. Das heißt also, es gibt einen Zusammenhang zwischen der lebendigen Abfolge der Dinge und Zahlen, wobei das eben nicht abstrakt ist. Natürlich kann man sagen, ich zähle einfach mal, wie viele Tage ich alt bin, oder ich zähle mal, wie lange meine Hochzeit zurückliegt oder wann meine Tochter geboren wurde. Und all diese Dinge, das kann man machen, aber man muss natürlich das in den lebendigen Zusammenhang einbetten. Und das hat natürlich auch mit Musik zu tun, denn die Musik, darauf kommen wir ja noch, operiert ja wirklich auch mit Zahlen. Die Musik basiert auf ganz bestimmten Zahlen. Nicht nur die Intervalle, auch unser ganzes Dur-Moll-tonales System basiert ja auch auf Zahlen. Auch auf der 7, auf der 12, also 7 Oktaven gleich 12 Quinten und so weiter, der berühmte Quintenzirkel. Also erstmal wichtig, dass man die Vorstellung davon gewinnt, dass die Abfolge der Dinge auch eine bestimmte Innenstruktur hat, die mit Zahlen zu tun hat, die nicht tote Zahlen sind, nicht abstrakte Zahlen und die auch eine Aussage haben, bis hin zu Daten. Bis hin natürlich spielt dann auch gleich die Numerologie hinein, was bedeutet das und so weiter. Also jeder, es kann auch eine bestimmte Zahl haben, die mit seinem Schicksal eng verbunden ist. Die taucht dann immer wieder auf und er kann darüber nachdenken. Und in gewisser Weise sollte er es auch tun, weil ihm das auch hilft. Und ich muss vielleicht noch kurz ergänzen, dass auch bei den Mathematikern findet sich diese Vorstellung. Also die Mathematiker sind nicht nur, oder auch zum Teil mathematische Physiker, nicht nur, sehen nicht nur eine Abstraktion in diesen Zahlen. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen eingehen darauf kommen, dass ja auch die berühmte Feinstrukturkonstante, die Zahl 137, worüber es ein ganzes Buch gibt, 137, auf der Suche nach der kosmischen Zahl, 13 und 7, die Physiker über Jahre, führende Physiker, Arthur Eddington, und dann eben hier den Pauli, Wolfgang Pauli und andere beschäftigt hat. Wobei das einfach eine Aufrundung ist. 1 durch 137 geht um die Struktur der Spektrallinien, wenn man sozusagen Atome mit bestrahlt. Also das hat die Physiker intensiv beschäftigt und man weiß es ja auch vom Wolfgang Pauli, als er schwer krank in ein Krankenzimmer eingeliefert wurde, sah er an der Tür 137. Das Erste, was er sagte, hier komme ich nicht mehr raus. Und so war es auch. Und es gibt viele Mathematiker, die bei allem, was sie sonst, sagen wir mal, an abstrakten Überlegungen anstellen, tief durchdrungen sind, dass Zahlen auch eigene Individualitäten sind, richtige Qualitäten. Und richtig so auch göttlicher Art sind. Also es ist nicht so, dass das nur, es gibt im Menschen eine tiefe Verankerung darüber. Und da spielt die 137 eine zentrale Rolle, die 13 und die 7. Da kommen wir noch drauf. Wieso eigentlich? Ne? Also auch da gibt es das ganze Schweigen von ganz bestimmten Zahlenkonstellationen im subatomaren, atomaren Bereich und so weiter. Das geht meiner Überzeugung nach darauf zurück, dass es eben kosmische Grundzahlen gibt, die auch
Klangstruktur haben. Das hat auch immer mit Klang zu tun. Helmut Krause nennt diese Art von Verrechnung, die kosmische Verrechnung, Akusmatik, eine Klangvermessung in gewisser Weise, eine Vermessung von Klang. Klangstruktur, eine Klangordnung. Eine Klangordnung, die Zahl ist immer in der mit der Zeit verbunden, also sie strukturiert Zeit, wie unser Leben ja auch zeitlich und auch zahlenmäßig strukturiert ist. Jedes Datum belehrt uns das. Und gleichzeitig aber hat sie auch eine Strukturkomponente, die sozusagen jenseits der Zeit liegt. Und wir sind als Zeitwesen auch Zahlenwesen. Wir sind sozusagen bis zum Halse mit kosmischen Klängen und Zahlen verbunden. Wir können uns daraus gar nicht lösen, weil es die Grundstruktur der Welt betrifft. Die uralte Idee, die mindestens 2.500 Jahre alt ist, wenn nicht noch älter, das will ich noch sagen, die man gerne mit Pythagoras verbindet, aber die älter ist, die das Wesen der Dinge, wird ihm zugeschrieben, ist die Zahl. Und die Welt ist zahlenmäßig erfassbar. Wie kommt das? Und darauf berufen sich ja die Mathematiker. Auch im Zusammenhang mit meiner Radialfeldvorstellung ist ja dann auch gesagt worden, ja, wie ist das mathematisierbar? Weil die moderne Naturwissenschaft ja sich auch darauf beruht, das müssen Zahlen sein, wenn es keine zahlenmäßige Struktur haben kann, dann ist es sozusagen gar keine ernsthaft zu diskutierende Hypothese. Da steckt das ja noch drin. Und viele Physiker und auch Mathematiker haben eine starke Beziehung zur Musik. Glauben auch, dass da eine enge Verbindung ist. Heisenberg zum Beispiel schreibt in seinem Buch, Der Teil und das Ganze, das Schubertsche Streichquintett, dieses berühmte Kammermusikwerk, vielleicht das größte Kammermusikwerk überhaupt der Musikgeschichte, wie manche sagen, hat zu tun mit seinen Forschungen als Quantenphysiker. Ja, ist doch erstaunlich. Also es gibt das bei ganz vielen Menschen, auch bei hochgeschätzten, fast als Halbgötter verehrten Naturwissenschaftlern, ist oft eine eigenartige Affinität zu diesen Dingen zu beobachten. Ganz zu schweigen von den vielen Zahlentheoretikern und den vielen kabbalistischen, numerologischen Systemen, die man ja kaum durchschauen kann. Auch im Jüdischen und im Arabischen und so weiter. Ja. Ja, machen wir es sozusagen nochmal fassbar und konkret an einer bestimmten Zahl. Ich finde, die 7, das merkt man ja schon, wenn man das ausspricht, ja, einfach, wenn das mal auf sich wirken lässt. Die 7, kannst du uns da sozusagen Beispiele nennen oder Bezüge zeigen, die tiefer reichen als jetzt die oberflächliche Zahl von Wochentagen? Ja, nun ist das nicht oberflächlich. Nun ist es ja auch schon interessant, dass spreche ja gern vom megatechnischen Pharao, also die ganze Maschine, die gewaltige Maschine der technisch-industriellen Weltbemächtigung, hat ja auch versucht, die 7 auszuradieren. Es hat ja Versuche gegeben, die 7-Tage-Woche zu zerstören und im Stalinismus. Selbst Stalin ist dann gescheitert, weil die Landbevölkerung hielt fest an der 7 und die Französische Revolution auch. Die wollten ja auch die 7-Tage-Woche durch eine 10-Tage-Woche ersetzen. Das ist nicht geklappt, hat nicht geklappt. Also die 7 als eine Grundgröße unseres Kalenders hat eine kosmische Struktur. Sie hat, wie alte Überlieferungen immer gezeigt haben und auch viele esoterische Traditionen, bei Krause ist die Zahl, die Grundzahl der Erde, ist deswegen so mächtig, weil sie letztlich mit der Zeit selber zu tun hat auf dieser Erde. Wo genau oder wann genau die 7 als eine Zeitzahl ins Spiel kam, lässt sich schwer sagen. Es gibt ja auch in der Antike die Vorstellung der 7-fachen Sphären, also die Erde sozusagen umhüllt von 7 Klangsphären. Ja, also er galt die Sonne auch als Planet und dann die letzte war der Saturn, also das ist die 7-fache. Und es gibt viele Überlegungen dazu, wann das anfing, wir wissen es nicht.
es waren die Chaldäer zum Teil, es waren auch die alten Juden, haben es schon aufgegriffen, woher, vielleicht von den Chaldäern in Mesopotamien, wie auch immer. Es gibt da viele Überlegungen. Auf jeden Fall, das ist eine Grundgröße, die tief verankert ist im Menschen. Man kann dem Menschen die sieben Zahlen nicht entreißen. Man kann dem Menschen nicht die Sieben-Tage-Woche entreißen. Das ist nicht möglich, weil so abstrakt und sozusagen ins Irrwitzige gesteigert abstrakt der moderne Mensch so tickt, alles ist voll mit Zahlen und Ziffern, computermäßig, das Bankkonto, die Kontokarte und so weiter, wir sind voll gestopft mit abstrakten Zahlen. Durch alles hindurch gibt es die Siebenfachheit, die ist tief verankert. Ja, auch im Alten Testament schon. Das ist noch viel älter. Also die Siebenfachheit ist eine starke Größe. Sie ist stärker als der megatechnische Pharao. Sie hat es geschafft, das alles zu überwinden. Und es ist eine echte kosmische Größe. Wie übrigens auch die 24 Stunden der Erde. Die 2 mal die 12 und so weiter. Da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Das sind kosmische Größen. Und da ist zum Beispiel eine... Interessant, da gibt es viele Beispiele, die sieben in organischen Prozessen und so weiter, aber auch in der Musik, das Dur-Moll-tonale System basiert auf der sieben. Es ist einfach so. Der achte Ton ist wieder der erste Ton. Und die Eins und die Zwei, das Grundintervall der Pythagoreer, die Urharmonie schlechthin, basiert darauf, dass der Ton, der dann als oktavierter Ton erklingt, identisch ist. Und auch unser Ohr, übrigens in sämtlichen Kulturen dieser Erde, wird die Oktave als Oktave empfunden. Kein menschliches Ohr, was es je gegeben hat, würde das nicht so empfinden. Das ist eine Grundstruktur in unserer organischen Beschaffenheit. Wenn wir einen Ton hören, C, dann C', hören wir das als einen Ton und trotzdem ist es ein anderer Ton. Ich finde es ein schönes Beispiel auch für das Ineinander von Identität und Differenz. Also es ist der Ton und nicht der Ton, aber auch die zweite Oktave. Man kann da also auch Zahlen oktavieren. Da ist man ja dann auch in einer ganz anderen Größenordnung. Also die Oktave basiert auf der 7. Die 8 ist wieder die 1. Auch interessant. Kommen wir auf die 8 und die 1, die 81, ja bekanntlich auch in Laozi, Tao Te Ching und so weiter. Spielt eine ganz entscheidende Rolle auch in China, dann auch als 9x9. Also das ist auch eine entscheidende Größe. Und vielleicht noch zu erwähnen, die uralte Frage, wie viele Farben hat der Regenbogen? Es ist ja nicht so, wie man vielleicht annehmen könnte, dass diese Siebenzahl der Regenbogen immer so gesehen wurde. Überhaupt nicht. Ja, mal 5 Farben. Ja, es gibt ja also die Vorstellung, Aristoteles soll nur 3 Regenbogenfarben angenommen haben. Rot, Grün und Violett. In der germanischen Edda gibt es nur 3 Farben. Nun gehen die Farben, wie man ja weiß, auch ineinander über und lassen sich nicht trennscharf abgrenzen. Und eine grobe Dreiteilung sieht man ja recht deutlich. Ich erinnere mich, um das nochmal kurz zu sagen, weil das ein wichtiger Punkt ist, auch in der Goethe-Newton-Kontroverse, dass auf der Insel Bali haben wir ein deutsches Paar, haben wir einen Satz aufgeschnappt von Deutschen, die da auch waren. Und da habe ich mir diesen Satz sofort aufgeschrieben am selben Abend. Wörtlich hat da jemand gesagt zu einem anderen, es ist eigenartig, dass der Regenbogen hier auf Bali wirklich 7 Farben hat, während er in Deutschland nur 5 Farben hat. Da war ich ganz merkwürdig berührt. Was heißt das? Man sieht ja immer den siebenfachen Regenbogen. Und natürlich ist die Frage, ist Indigo eine eigene Farbe? Und es ist merkwürdig, dass in der berühmten Kontroverse von Goethe und Newton, jetzt wird es sehr interessant, Newton, der viel kritisierte, der eine letztlich auch materialistische Optik vertreten hat, obwohl er kein Materialist war, sondern eher spiritueller Dualist,
auch ein Mystiker und so weiter auf seine Weise, dass auf diese Weise der, wie soll ich sagen, dass er die Siebenzahl vertritt, während Goethe auf der Sechszahl beharrte. Und das ist ja, geht ja dann auch zum Teil bei den Anthroposophen weiter, die Frage, ja, ist es die Sieben oder ist es die Sechs? Wie viele Farben hat der Regenbogen denn nun eigentlich? Also wenn man, es gibt ja Manifestationen des Regenbogens, die sind einfach unfassbar in ihrer Intensität, dass es einen den Atem verschlägt. Auch diese berühmte Stelle im Alten Testament, hier das Zeichen des Bundes zwischen Gott und allem Fleisch auf Erden. Solange der Bogen steht, währt der Bund. Also es greift den Menschen ganz tief. Wenn man auf Reisen, da haben wir es oft erlebt, man ist im Hotel, irgendeiner sieht einen Regenbogen, alles stürzt nach draußen, zückt die Fotoapparate, will fotografieren, will es festhalten irgendwie. Und ist tief erschüttert davon. Also den erschütterndsten Regenbogen meines Lebens habe ich als 20-Jähriger gesehen in einem Nachmittag, in einem fantastischen Gewitter. Das hat mich fast aus den Angeln gehoben. Ich hatte damals auch Krause gelesen und dann spürte ich dem nach und dann sah ich diesen Regenbogen. Es hat mich den Tränen nahegebracht. Unfassbar. Man fühlt sich so richtig in die große kosmische Ordnung eingegliedert, in den Bund eingegliedert. Und es ist doch kein Zufall, dass diese Grundzahl der Musik auch die Zahl der Regenbogenfarben ist, obwohl Goethe eben eigentlich die Sechszahl favorisierte. Man muss wohl doch bei der Siebenzahl bleiben. Ich glaube, es ist doch schwierig, sagen wir mal, bei der Sechszahl zu verharren. Und es ist ja so, dass das Phänomen des Regenbogens ja auch eigenartig ist. Man weiß nie genau, wo der Regenbogen eigentlich ist. Und für jeden Betrachter sieht er anders aus. Auf jedem Blickwinkel sieht er anders aus. Und noch als letztes dazu, ein riesiges Thema, da könnte man noch lange drüber reden. Auch hier kommt die 42 ins Spiel. Der berühmte Regenbogenwinkel. Ein Faktor, könnte man sagen, der puren Physik. Ist es aber nicht nur 42, 6 mal 7, 6 plus 7 ist die 13, ist der berühmte Regenbogenwinkel. Ich habe das mal in einem, wie mir rausgezogen, hier aus einem sehr schönen Buch über das Licht von dem Physiker Arthur Science, Sion geschrieben, Catching the Light, The Intertwined History of Consciousness and Light. Zu Deutsch die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein. Da schreibt er zum Regenbogenwinkel. Ziehen Sie eine Linie von der Sonne durch das beobachtende Auge und setzen Sie sie fort bis zum Regenbogen, bis zum Erdboden unter dem Regenbogen. Die Sonne muss im Rücken stehen. Dort werden Sie einen Schatten bemerken, den Schatten Ihres eigenen Kopfes. Die Linie, die Sonne, Auge und Schatten verbindet, ist die Mittelachse des Regenbogens. Eine zweite Linie lässt sich vom Auge zum Regenbogen selbst ziehen. Ganz gleich, wo er sich befindet und ob er in einem Frühlingsschauer oder im Sprühregen eines Gartenschlauches erscheint, der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Linie beträgt stets 42 Grad. Das ist der Regenbogenwinkel. Eigenartig. Ich muss sagen, diese Einteilung der Grade ist ja auch eine Willkür, nicht unbedingt. Das müsste man auch untersuchen, alle diese Zahlen sind nicht willkürlich. Auf jeden Fall hat der Regenbogen auch insofern mit der 42 zu tun, als er immer so erscheint, und zwar generell, immer nachmessbar, kommt die 42, die ominöse Zahl, ins Spiel. Merkwürdig, dass die Freaks, auch der im Internet über die 42, darauf, ich habe nichts gefunden dergleichen. Habe auch übrigens nirgendwo gefunden, dass mit dem Bardo Tödol, eigenartigerweise, scheint es nicht zu kennen. Auf jeden Fall, auch da ist die 42 zusammen mit dem Regenbogen, der wiederum die 7-Zahl enthält. Da haben wir die 7 und die 42. 42 durch 7 ist dann die 6. Und da ist man wieder in einem interessanten Feld, nämlich bei der 13, 7 plus 6 als 13. Bekanntermaßen ja eine viel umrätselte und von vielen ja auch mit Angst besetzte Zahl. So in vielen Hotels in Amerika gibt es ja die 13. Etage gar nicht. Die wird einfach ausgelassen. Nicht nur, dass es die Zimmer nicht gibt, die 13, sondern es gibt überhaupt die Etage gar nicht. Da gibt es die 12. und dann geht es mit der 14 weiter. Die 13 existiert nicht. Ja, so. Das bringt nochmal auf das Thema willkürliche
und vielleicht kosmische Ordnung von Zahlen und von Systemen, die wir verwenden. Du gehst ja auch davon aus, dass auch unser Kalender insgesamt, unser Jahreskalender, insgesamt eigentlich einer anderen Ordnung angehört. Und die jetzige Ordnung, die wir im Moment benutzen, sondern nur eine Teilgültigkeit hat in gewisser Hinsicht. Durch die 7-Tage-Woche zwar schon begründet ist, aber eigentlich, sag mal so, in gewisser Hinsicht irritierend falsch aufgeteilt ist sozusagen von den Monaten her. Es gab ja oft, ich glaube, um den Maya-Kalender herum und solche Reflashes von traditionellen Vorstellungen, die Ansicht, dass man auch das Jahr anders aufteilen könnte. Im Zusammenhang damit ist auch der Punkt angesprochen worden, immer wieder mit den 13 Monaten. Genau, ja. Dass man das Jahr sinnvollerweise einteilen müsste in 13 Monaten zu je 28 Tage. Da hat man wieder die 28, 4 mal die 7, also das Jahr 364 Tage zu je 13 Monaten zu 28 Tagen, dann bleibt ein Tag übrig. Und dieser Tag ist dann ein eigener Feiertag, ein besonderer Tag. Und nun ist die 12 Zahl der Monate nicht einfach nur willkürlich. Sie hat auch ihren Sinn, weil natürlich mit dem geozentrischen System von Neumond zu Neumond zusammen, das ist eben 29 und etwas mehr Tage, es ist, oder zu Vollmond, es ist schon eine kosmische Größe, aber sie ist anderer Art. Und der Arguel, glaube ich, sagt es auch im Zusammenhang mit dem Maya-Kalender, dass es irgendwann vielleicht in einer nächsten Stufe der geistigen Evolution, auch kosmisch gesehen, eine Synchronisation gibt, dass sozusagen der alte Kalender aufgelöst wird zugunsten eines neuen Kalenders. Die Feministinnen haben lange Zeit, auch spirituelle Feministinnen, haben auch gerne den 13-fachen Monat propagiert. Und warum das mit dem Weiblichen zu tun hat, weiß ich nicht, aber mit der 28, dem Monatszyklus und so, schon. Mhm. Aber auch die 28 ist tief verankert, auch eben über die 4x7. Und sie ist ja nicht nur deswegen verankert, sondern es ist ja auch, wenn man die 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, kommt auch die 28 raus. Sie ist also ganz tief auch mit der 7 verbunden und auch mit der 4x7 in diesem Sinne, dass ja auch die 4 bekanntlich in allen Kulturen der Erde eine zentrale Rolle spielt. Und was du mit der Zeitrechnung sagst, sagen natürlich alle Kulturen ihre je eigene Zeitrechnung und haben natürlich ein eigenes System auch von Zahlen und von Zahlenordnungen, einen eigenen Kalender. Schon, dass es den Begriff gibt, Zeitrechnung, zeigt auch, dass es einen Zusammenhang gibt. Und ich vermute, und da bin ich stark beeinflusst, auch von Helmut Friedrich Krause, dass es einen kosmischen Kalender gibt, der eher mit der jüdischen Zeitrechnung zusammenhängt. Für die Erde. Für die Erde. Mhm. Also dass die eigentlich sozusagen auch ein Vordergrund, die schon viel logischer ist, weil man kann ungefähr sagen, wenn man jetzt nach jüdischer Zeitrechnung, sind wir heute im Jahr 5777, also 44 war 5704. Das ist ungefähr die Zeit auch, die schriftliche, durch Schriftlichkeit gekennzeichnete sogenannte Hochkulturphase bedeutet. Dann kann man sagen, viele Feministinnen sagen, das ist ja die Phase des Patriarchats. Ja? Mhm. Aber diese 6000 Jahre, da ist viel entstanden und das entspricht dem ungefähr und das ist empirisch gut gestützt. Alle weiteren Überlegungen sind ja häufig schwierig. Das habe ich ja auch in meinen naturphilosophischen, kosmologischen Betrachtungen gesagt, werde es auch dann noch später wieder sagen, dass ich einen großen Zweifel habe an all diesen Zeitvorstellungen. Aber da hat der Kalender eine eigene Einbettung, die man auch kosmisch fundieren kann. Und da hat man dann auch ganz bestimmte Zahlen, der 5704, da hat man die 7 und die 4. Die 5 hat wieder noch eine andere Bedeutung, spielt ja auch in der Musik eine große Rolle. Und ich sagte es ja schon, dass sie auch da eine Rolle spielt. Also, auch in der Quinte, ja auch die Intervallstruktur, eine eigene Intervallmagie und Mystik, das weiß jeder Musiker, ganz klar. Also,
das spielt auch schon eine Rolle. Und ich glaube, das ist ein wir werden doch bombardiert mit Megazahlen. Ja, mit unfassbaren Megazahlen. Das ist geradezu monströs. Der einzelne Mensch hat das Gefühl, was habe ich eigentlich damit zu tun? Das ist doch einfach Irrsinn. Das hat doch mit meinem Leben überhaupt gar nichts zu tun. Aber wenn der Mensch eine eigene Verrechnung mit dem Kosmos hat, wovon ja auch die Astrologen ausgehen, dann muss ja auch etwas zu tun haben mit der Zeitrechnung. Es muss einen Zusammenhang geben zwischen dem Kosmos und der Zeitrechnung und unserer Zeitstruktur, die auch mit unserem Leben zusammenhängt, die uns Sinn gibt. Sonst sind wir einfach eingehängt in einen leeren Raum, in ein Irrsinnssystem. Ich sage das ja oft genug, ich sage es gerne nochmal, sozusagen, verehrte Anwesende, dass ich der Auffassung bin, wenn ein irrwitziger Demiurgos eine Welt geschaffen hat, dann könnte sie aussehen, wie hier generell vermutet wird in der physikalischen Kosmologie. Und dann ist der Mensch eigentlich verloren. Er hat noch nicht mal die Möglichkeit, sich rauszustellen. Dann wohin soll er es machen? Wohin soll er sich bewegen? Er hat überhaupt gar keine Chance. Aber wenn der Mensch wirklich eine Verrechnung mit dem Kosmos hat, was die alte Astrologie ja angenommen hat, nicht die computermäßig vorangetriebene moderne Kosmologie, sondern die echte Sternweisheit der Alten, dann muss das auch seinen zahlenmäßigen Niederschlag haben. Dann muss das auch eine Rolle spielen für die Zahl. Und dann spielt es auch die 28 wichtig, da ist die 7 wichtig, und dann 6 mal 7 und auch die 42 wichtig. Und das spürt man auch in den Lebensabläufen. Man hat ja auch ein eigenartiges Interesse daran. Der berühmte Sigmund Freud zum Beispiel, um den noch kurz zu erwähnen, war befreundet mit dem Arzt und Biologen Wilhelm Fließ, war manisch besessen davon, sein Todesdatum auszurechnen. Hat immer wieder rumgerechnet mit den Überlegungen seines Freundes Wilhelm Fließ, mit dem er sich später überworfen hat, wann wird er sterben? Ob man das nicht vorausberechnen kann? Es gibt ja auch immer wieder Überlegungen, ja, wenn es alles so magisch verankert ist, müsste ich es vorausberechnen können. Ist ja an allen Systemen auch immer wieder angelegt, dass man mit der Magie der Zahlen auch wirken kann. Bis hin zu einer magischen Präkognition. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass wir, wenn wir über die Zahl reden, müssen wir auch über die kosmische Verrechnung reden und dann müssen wir auch immer wieder über die Kosmologie reden. Und das tue ich ja auch immer wieder. Wenn wir das ausklammern, bleiben wir bei letztlich numerologischen Überlegungen stehen. Ich meine aber, dass es die Möglichkeit gibt, noch als letztes zu diesem Punkt, dass es gibt einen dritten Weg. Einen mittleren Weg, wie die Buddhisten sagen. Auf der einen Seite ist die extreme Abstraktion der Mathematik. Auf der anderen Seite ist eine wüst ausufernde Numerologie, die ins Aberwitzige geht. Zahlenaberglauben in diesem Punkt. In der Mitte gibt es aber einen ganz anderen Weg, der ist wie auf des Messers Schneide. Der ist weder der mathematische Weg, noch der numerologische Weg, der Weg des Zahlenaberglaubens in Anführungszeichen. Es ist ein lebendiger Weg, der auch von der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit ausgeht. Der immer wieder, der nicht sagt, wenn das Phänomen so auftritt, dann bedeutet das immer das und das. Das ist purer Aberglaube. Sondern es ist immer wieder anders. Und jeder Augenblick ist anders. Trotzdem gibt es übergreifende Strukturen. Und die Akusmatik, in diesem Sinne auch von Hermann Friedrich Krause, ist in gewisser Weise die eigentliche Grundordnung, meine ich. Und die Mathematik ist daraus abgeleitet. Und deswegen gibt es auch das Ahnen vieler Menschen, dass in der Mathematik irgendwas verborgen liegt. Und auch die Numerologen spüren natürlich, da ist irgendwas. Und es gibt diese Ordnung wirklich. Die Mathematik ist der eine Strang und der Zahlenaberglaube ist der andere Strang. Und so geht von Pythagoras zwei Stränge aus. Und schon zur Zeit der Pythagoreer gab es die Akusmatiker und Mathematiker. Das sind ja alte griechische Begriffe. Akusmatikos
Mathematikos. Und in der Musik spürt man eine andere Ordnung. Und immer wieder höre ich von Mathematikern, ja, sie fühlen sich der Musik so verbunden. Nur Leibniz gibt es das berühmte Wort, die Musiker rechnen unbewusst. Ja, in gewisser Weise. Auf eine Weise. Aber es ist kein Rechnen abstrakter Art. Die Musik klingt. Ein Motiv von Beethoven, etwa das erste Motiv aus dem Violinkonzert, ist einfach ein abgrundtiefes Mysterium. Und es hat ja auch eine Zahlenstruktur. Das heißt ja nicht, dass man eine Beethoven-Symphonie nun irgendwie zerlegen kann, in mathematisieren kann. Das ist ja absurd, irrwitzig. Aber es hat auch eine zugrunde liegende Struktur. Also nicht nur die Musik insgesamt, das sozusagen das Klangbett, auch die Werke der betreffenden Musiker selber. Also da ist eine tiefe Grundordnung, der man auch vertrauen kann, finde ich. Also ich vertraue auf die 7 Zahl des Regenbogens. Ich vertraue auf die 7-Tage-Woche. Ich vertraue in gewisser Weise auch auf die 42, auch noch auf andere Art. So, das erstmal ganz kurz dazu. Ja? Ich kann vielleicht noch ganz kurz ergänzen, noch zur 42, weil ja das auch die 7 mal die 6 ist, was auch viele nicht wissen und was in den allen Überlegungen zur 42 nie auftaucht, was sich da nie einer mit beschäftigt hat. Die beiden Irakkriege, der erste Krieg unter George Bush, der begann bekanntlich mit einer Bombardierung Bagdads in der Nacht vom 16. zum 17. Januar 1991. Ich nehme das mal jetzt als ersten Irakkrieg. Davor gab es den Krieg Irak gegen Iran. Das könnte auch der erste Irakkrieg sein, aber der ist jetzt nicht gemeint. So, wie lange hat denn der Krieg gedauert? 42 Tage. Der Waffenstillstand war am 28. Februar 1991. Kann man ja im Kopf ausrechnen. 17, 14 plus 28 und 42. Also der Krieg hat genau 42 Tage gedauert, wird auch oft und wurde auch oft von Journalisten als 42-Tage-Krieg bezeichnet. Manchmal sagt man 43, ist die Frage, wie rechnet man? Rechnet man den ersten Tag mit? Ist ja immer so, bei Abständen nimmt man den ersten und den letzten Tag dazu oder lässt man den dann aus? 42-Tage-Krieg. Und jetzt wird es sehr interessant. Der zweite Irakkrieg unter George W. Bush, dem Sohn des anderen Bush, bekanntlich am 20. März 2003, 20. März, das Todesdatum des Philosophen Hermann Friedrich Krause, 30 Jahre vorher, dieses Datum wurde also spektakulär akzentuiert, auch durch einen Bombenangriff auf Bagdad. Dann der berühmte 20.3., der zum Sturz auch Saddam Husseins führte. Dann gibt es diese berühmten Bilder im Fernsehen. Man sieht George W. Bush auf einem Flugzeugträger in voller Montur. Es ist der 1. Mai 2003. Er verkündet das Ende der Kampfhandlung, genau 42 Tage nach Beginn. Wie sein Vater. Ob er das gewusst hat, ob er es absichtlich gemacht hat, was bei seinem Vater so war, natürlich ging der Krieg weiter. Das war einfach ein Fake. Der hat sich einfach hingestellt, hat in die Öffentlichkeit, hat in die Fernsehkameras gesprochen und gesagt, der Krieg, die Kampfhandlungen sind zu Ende. Genau 42 Tage nach Beginn dieses Feldzugs. Was ist das denn? Ja, taucht plötzlich zusammen mit dem Nahen Osten. Da denkt man natürlich wieder an ISIS, Sirius, ist ja auch, die 42 spielt ja auch im alten Ägypten eine Rolle. Wir haben ja schon das Totenbuch erwähnt, da spielt es ja eine Rolle. Was ist denn das? Plötzlich taucht die 42 im Nahen Osten auf. Und man weiß ja auch, dass bei dem berühmten Yom Kippur-Krieg, der ja am 6. Oktober 1973 begann, dann am Ende, am 26. Oktober, waren die US, oder einen Tag vorher schon, waren die US-Streitkräfte in Alarmbereitschaft gesetzt. Der damalige Präsident Nixon verkündete, dass die stärkste
die größte Belastung seit Kuba. Und in dieser, genau an diesem Tag ging im Golf von Suez, das ging damals durch die Presse, ein Öltanker auf den Boden. Der Sirius hieß, der 42 Tonnen, ein 42.000 Tonnen Tanker mit Namen Sirius, ging genau zu dem Zeitpunkt auf den Boden dieser Stelle im Golf von Suez, als die höchste Belastung war im internationalen Maßstab. Also alle waren schon das Gespenst des Dritten Weltkriegs, das ist ja immer mal auch aufbeschworen, ja auch heute wieder da. Auch da ist es eigenartig. Ich habe später recherchiert, dann gab es ja eine andere, war schwierig zu recherchieren. Gibt es da andere Meldungen, einige Sachen, die gibt es ja verschiedene Tonnagen, die angegeben werden. Gut, aber ist halt interessant. Mhm. Zufall, tja, schwer zu sagen. Was heißt Zufall? Was ist überhaupt Zufall? Ich meine, da muss man dann auch näher fragen. Also die 42, die hat deswegen diese enorme Bedeutung, weil sie in der Tiefe, denn sie berührt was. Sie berührt tatsächlich eine tiefe Schicht im Menschen, die wird da wie angeklungen, eine Glocke wird angeschlagen. Und der 42. Geburtstag kann ganz entscheidend wichtig sein. In meinem Fall war es so, genau wie der 28. Also das auch noch zur 42, weil das ja auch sozusagen das Signum ist. Du hast die 42 jetzt nochmal so stark mit dem Sirius auch verbunden und vorher die 7 mit der Erde. Ja. Wie kommst du auf diese Zahlenzuordnungen? Na, die Zahlenzuordnung habe ich erstmal übernommen von Hermann Friedrich Krause, sein Buch vom Regenbogen, vom Gesetz der Schöpfung. Er hat es in einen für mich konsistenten Zusammenhang gebracht. Ich kann das nachvollziehen, ich finde das auch überzeugend. Und dann kann man forschen, wenn man das möchte. Kann ich das verifizieren in irgendeiner Form? Ist das eine Behauptung? Oder habe ich Möglichkeiten, da sozusagen das mitzudenken? Und ja, das gibt es. Man kann es ja auch, im Grunde genommen, man kann doch das auch versuchsweise machen. Man muss es doch auch gar nicht mit letztgültigen Beweisen sozusagen, die muss man an dem Stelle nicht unbedingt gleich suchen, sondern man kann es da auch spielerisch machen. Also wirklich die anscheinende Absichtlichkeit im Schicksal des Einzelnen, wie Schopenhauer sagt, ja, auch in der eigenen Biografie kann ich doch fragen, gibt es da bestimmte Dinge, das Geburtsdatum, hat das vielleicht einen Zusammenhang mit dem Hochzeitsdatum oder mit dem Tod eines nahen Menschen? Und dann stellt man fest, es ist eine eigenartige Beziehung. Gibt es diese Zahlen? Ja, die Zahlen tauchen da auf. Und das berührt einen doch. Man denkt darüber nach und ist es Zufall? Bin ich jetzt hier irgendwie, fange ich jetzt an zu fantasieren? Muss ja immer auch die Selbstkontrolle haben, ist ja nicht, dass man so durchknallt und hier jeden Phantasmen hinterherjagt. Der Mensch ist ja auch ein Wesen, ein Fantasiewesen. Jeder ein bisschen selbstkritische Mensch wird ja einsehen, jeder weiß das, dass der Mensch die Fähigkeit hat, sich in jeden Wahn auch hineinzusteigern. Ne? Ja. Menschen haben es für ihren eigenen Wahn in Stücke schlagen lassen. Also, das muss man immer berücksichtigen. Mhm. Das Feld des Wahns im Menschen ist riesig. Und davon von irgendwas fest überzeugt zu sein, hat noch nichts zu tun mit der Wahrheit. Aber diese Zahlen haben doch auch immer einen lebendigen Bezug. Es gibt ja ein schönes Wort, ich zitiere es hier in meinem Buch Das kosmische Band, wenn ich das kurz noch sagen darf, über die Zahl, die von einem Pythagoreer, Philolaos. Ich sage nochmal, bei den Pythagoreern gab es zwei. Es gab die Akusmatiker und die Mathematiker. Pythagoras ist einerseits der Ahnherr der Mathematik. Ja. Bekanntlich das berühmte Dreieck und so weiter, das kennen wir alle aus dem Satz des Pythagoras. Der Satz des Pythagoras. Auf der anderen Seite aber wird ihm ja zugeschrieben, die Vorstellung der Sphärenharmonie, dass er in der Lage gewesen sei, auch was zu hören, sozusagen den kosmischen Klang zu hören. Er war ja wie ein Guru, wurde ja auch verehrt, man durfte seinen Namen gar nicht aussprechen. Er hat in Kroton unter Italien ja auch eine Sekte gegründet. Also alles, was man heute am Guruismus sieht, war da schon angelegt, auch bei Pythagoras. Aber es gab da auch doch einen Strang, der weitergeht, der hochinteressant ist.
Und da einer der interessantesten Pythagoreer war eben Philolaos, von dem auch Platon stark beeinflusst war. Der späte Platon identifiziert die Ideen mit den Zahlen. Dieser Pythagoreer Philolaos schreibt, wunderbar, die Natur der Zahl, das Wesen der Zahl, die Qualität der Zahl, Natura im Sinne von Wesen, ist erkenntnisspendend und führend und lehrend für jeden, bei jedem Dinge, das ihm rätselhaft und unbekannt ist. Denn niemandem wäre irgendetwas von den Dingen deutlich, weder in ihrem Verhältnis zu sich selbst, noch das des einen zum anderen, wenn es nicht die Zahl und ihr Wesen gäbe. Man kann aber die Natur der Zahl und ihre Kraft nicht nur in der Welt der Götter wirksam sehen, sondern auch innerhalb in allen Teilen, in allen Werken und Reden der Menschen und in der Musik. Die Natur der Zahl lässt keine Täuschung zu. Ebenso wenig die Harmonie. Täuschung dringt unter keinen Umständen in die Zahl ein, denn Täuschung ist ihrer Natur feindlich und verhasst. Die Wahrheit aber ist dem Geschlecht der Zahl eigen und angeboren. Das heißt, die Zahl ist sozusagen eine lebendige Grundeinheit, auch sozusagen ein Schutz gegen den Sog in die Formlosigkeit, wie sie etwa in einer irrationalen Zahl auftaucht. Da ist die Zahl ist eine Entität. Deswegen sagen ja selbst die Mathematiker, die ganzen natürlichen Zahlen sind göttlichen Ursprungs. Der berühmte Mathematiker Kronecker hat das gesagt. Ja, da ist was dran. Wenn man das auflöst, und man sagt, es spielt alles überhaupt keine Rolle, ist doch vollkommen egal, ob 7 oder 8 oder 9 oder 10, ist alles Blödsinn, dann zerbricht man sozusagen diese Ordnung. Oder wie der bedeutende Dirigent Shelby Darke mal gesagt hat, bezogen auf die Musik, also auf die Quinte, das Zentralintervall der tonalen Musik ist die Quinte, dominante Quinte. Das Zerbrechen der Quinte kommt einer Explosion gleich. Wer die Quinte zerbricht, zerbricht die Weltordnung. Also sozusagen, das sind ja Aussagen jetzt von einem bedeutenden Dirigenten, die ja hochinteressant sind. Und das gibt doch eine göttliche Qualität dieser Zahl. Und das ist nicht einfach Zahlenmystik, das ist auch nicht Mathematik, das ist was anderes. Man hat auch das Gefühl, das sind die Grundzahlen. Die Mathematik ist auch, übrigens ja auch eine wunderbare Hilfswissenschaft. Es gibt ja wunderbare Dinge, die man in Mathematik ausrechnen kann. Das geht schnell, kann man machen, ist auch okay. Es gibt auch selbst die, wird ja immer wieder gesagt, ja, Herr Kircher, Sie sagen so schöne Dinge über das Sonnensystem, aber wir landen doch unseren Roboter auf dem Mars. Und uns gelingt es doch, den Saturn, Mond, Titan aus nächster Nähe zu fotografieren. Das können wir doch. Ja, das könnt ihr, würde ich dann auch sagen. Warum könnt ihr das? Vor allem, da sind natürlich erstmal die Grundproportionen gegeben. Das kann man computermäßig ausrechnen. Man kann dann auch Roboter in die Richtung schicken. Das ist halt noch lange nicht zu tun, dass man etwas wüsste über die innere Struktur dieser Gestirne. Wir werden ja noch in anderen Zusammenhängen, haben es ja auch schon über die Radialfeldvorstellung sprechen nochmal. Die Vorstellung, dass also die Gestirne eigentlich eine Urenergie verstrahlen und sozusagen eingebettet sind in diesen großen Zusammenhang. Und natürlich ist das machbar, das ist möglich. Ich staune auch, die technischen Fähigkeiten dieser Abendländer sind erstaunlich. Ich bin auch wieder baff darüber. Ich finde es auch erstaunlich, hat aber auch was Gespenstisches, weil sie auch die Waffentechnik und so weiter ist auch so fantastisch. Also das ist ja nicht zu leugnen, dass die Mathematik, auch ich benutze auch die Mathematik für vielerlei Hinsicht. In der Statik, bei den Architekten ist doch klar, dass man es benutzt. Mhm. Ist doch kein Antimathematismus angesagt. Das ist doch Blödsinn. Ja. Genauso haben auch Zahlenmystiker, die irgendwelche Phantasmen äußern, auch irgendwie ihre Berechtigung. Also ich will mich gar nicht darüber erheben. Das meine ich auch so gar nicht. Aber alles deutet doch darauf hin, dass es ganz tief darunter eine Grundordnung der Zahlen gibt,
die mit unserem Leben zu tun haben. Da muss man nicht immer rumrechnen, ja, wie ist das nun mit den Daten? Aber auch Daten haben ja ihre Aussage. Nicht, wenn man dann an einem bestimmten Tag geboren ist, ist am 2.8., 5704, dann denkt man auch nach, da ist die 7, da ist die 4, da ist dann die 28, 7 mal 4 ist 28. Ist das Zufall, wie ein Tag, der sich der Welt verliehen, sagt Goethe, die Sonne stand zum Gruße der Planeten bis also bald und fort gedient nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen, so sagten es schon Sibyllen, so Propheten und keine Zeit. Und Kraft zerstückelt, lebendige Form, die Leben sich entwickelt. Ja, würde der Astrologe sagen, ja, das wissen wir doch. Wir haben doch das Geburtshoroskop. Ja, es gibt, das sagen wir doch sowieso, Herr Kirchhoff. Ja. Aber es ist doch interessant, dass dann ein Geburtsdatum doch eine Aussage hat. Es ist eben nicht zufällig. Und ich glaube übrigens auch, meinen geschätzten Zeitgenossen, Mathematikern und Physikern und so weiter, mit ihren wunderbaren Forschungen, ich glaube keinem von dem als Individuen, dass ihnen ihr Geburtsdatum völlig egal ist. Sie feiern ja auch ihren Geburtstag. Die Frage ist, warum wird überhaupt der Geburtstag gefeiert? Ich habe mich das übrigens ganz oft gefragt. Oder warum wird zum Geburtstag gratuliert? Wieso eigentlich? Wieso gratuliert mir einer zum Geburtstag? Also, um Gottes Willen, jetzt bin ich hier inkarniert. Noch ein Jahr. Ich noch ein Jahr muss ich hier und noch viele Jahre. Wer weiß, wie oft überhaupt noch. Und jetzt wird mir auch noch gratuliert zu dem Geburtstag. Warum? Weil ich das große Geschenk erhalten habe des Lebens? Oder weil ich verdammt dazu bin, in dieser Inkarnation noch weiter, ja, dass ich überhaupt in die Inkarnation hineingepeitscht bin, sage ich mir jetzt negativ. Muss es so ja nicht gewesen sein. Also, warum gratulieren wir uns untereinander zum Geburtstag? Was wünscht man sich? Man könnte ja, was ist denn der Wunsch des Menschen? Man sagt, man wünscht ein schönes Wochenende. Ich denke manchmal, was viel wichtiger ist, dass man den Menschen, ich wünsche einen guten Tod. Ernst, vollkommen ernst gemeint, ich wünsche einen guten Tod. Das ist mit das Größte, was man einem Menschen wünschen kann. Denn wenn es der gute Tod ist, dann ist es ein tiefer Tod. Ein tiefer Tod, der mit Erkenntnis und Wahrheit und Einweihung zu tun hat. Dann ist dieser Wunsch tatsächlich ein echter Wunsch. Nicht blind hinweggestrudelt werden, sondern das Bewusste. Hier kann mich erinnern an einen Kongress in München 1999, wo den Referenten, ich war auch Referent, über Kosmologie und Naturphilosophie referiert, wurde den Referenten von den, würde ich noch kurz sagen, von den Veranstaltern dann die Frage gestellt, was ist der größte Wunsch in Ihrem Leben? Da dachte ich mir, okay, jetzt höre ich mal, was sagen die anderen? Was wird so gesagt? Natürlich war klar, dass Leute sagen, ach, ich habe überhaupt keinen Wunsch. Ich dachte, gut, das nehme ich niemandem ab. Niemandem nehme ich das ab. Ich sage, ja, keinen Wunsch. Gut. Also eine Dame, die auch bekannt ist, und sieht, nein, ich habe keinen Wunsch. Und einer sagte, na, ich wünsche den älteren Herrn noch, also damals war er so alt, wie ich jetzt bin, ich möchte noch, dass es noch ein bisschen weitergeht. Und dann kam ich an die Reihe und sagte allen Ernstes, in die verblüffte Runde, ich wünsche mir einen guten Tod. Das wünsche ich mir. Man sollte sagen, für sich selbst und für die Erde. Ja. Erstmal für mich selbst einen guten Tod. Der Erde möchte ich keinen guten Tod wünschen, aber es ist die Frage, was heißt das? Ne? Ich wünsche ihr viel, wie weit gehen meine Wünsche? Da habe ich dann auch ein bisschen was gesagt, na klar. Aber, und da, das hängt ja auch zusammen mit diesem ganzen Thema auch der von Zeit und Zahl. Und dass man nun in der Lage ist, das abzugreifen. Natürlich möchte man manchmal auch gerne präkognitiv in die Zukunft blicken. Man stößt auf Daten und irgendwie hat man das Gefühl, ja, dieses Datum ist ja noch in der Zukunft, aber was wird da sein? Oder man wird auf Daten hingewiesen, die im nächsten Jahr sind oder im übernächsten Jahr oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Ich habe sowas erlebt. Mhm. Mit einer Massivität ist es mich fast umgehauen hat. Und dann die Frage, wenn der Kolk das Datum heran und dass der Morgen dieses Datums, das ist der Mittag dieses Datums, was passiert dann? Ist schon sehr eigenartig. Ja? Und das Vorgefühl, was man entwickeln kann. Ja, das ist wie eine Aura der Tag. Das haben wir auch in unserem
über die Meditation der Zeit gesagt, dass jeder Tag eine eigene Tagesqualität und eine eigene Aura, die sie am Morgen schon zeigen kann. Ja, das, glaube ich, wäre erstmal zu sagen zu diesem ganzen Fragenkomplex Zahl und Zeit. Und da spielt schon die 42 eine entscheidende Rolle. Und ich sage es nochmal, deswegen hat sie diesen Kultstatus. Und deswegen hat diese Douglas Adams hat das aufgegriffen. Irgendwie hat das aufgegriffen. Hat das sozusagen aus der Aura, wenn ich das mal so sagen darf, ja, wie abgegriffen. Deswegen hat es plötzlich so wie diese Millionen von Menschen. 42 wissen sie gleich. Ja, es gibt eine Zeitschrift, die so heißt 42. Oder es gibt Witze, die dann, wenn man im Internet das anklickt, was er nicht mehr verblüfft, was da alles auftaucht. Das kennt, die kennen die meisten. Ich habe es erst vor 20 Jahren, habe ich das in einem Buch gelesen, vorher kannte ich das gar nicht, obwohl es ja viel älter ist. Ja, das würde ich erstmal zu diesem Thema für den heutigen Vormittag, Mittag sagen. Wir bleiben ja weiter an diesem Thema dran. Herzlichen Dank.